Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf Darkies Hard for World eingecheckt habt. Heute ist wieder euer Darkie am Start mit einem, zwei Tests und zwar aus unserer Reihe DWT. Darkie wird es testen. Habe ich zwei Handheld-Lüfter-Fans zur Verfügung gestellt bekommen. Einmal den FunMe 2021 und das lässt sich echt Fakusar. Mini-Handheld-Fan zur Verfügung gestellt bekommen. Der eine ist in Schweinchenrosa, ist mehr für die Mädels, gibt es aber auch in Schwarz, das ist der FunMe, und der andere ist in Grün, die stehen schon hier ausgepackt zum Test bereit. Habt sie jetzt auch schon länger getestet, weil dieses Unboxing müssen wir jetzt nicht machen. Ich zeige euch, was euch dabei erwartet, weil wir wollen ja wissen, kriegen wir eine Abkühlung für den nächsten Sommer, der ganz gewiss kommt? Oder lassen wir es? Die Dinger haben den Vorteil, dass wir die natürlich beide haben, sie einen Handständer drin und man kann sie halt portable nutzen. Kurz mal irgendwie unterwegs, man braucht eine Abkühlung, zack, bei den Damen in die Handtasche gegriffen oder wie bei mir in die Laptoptasche und einem läuft dann das Wasser nicht an der Stirn runter. Oder da hinten, wo auch immer. Also man kann sich da recht gut mit abkühlen. Das war Sinn und Zweck, deswegen habe ich gesagt, mache ich. Und zu den Einzelheiten kommen wir jetzt gleich in unserem Check. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock, euch sowas mal reinzuziehen, weil es wird ja nun warm und in Zeiten des Lockdowns sitzen wir leider alle Gott viel zu Hause. Ist halt so. Und keiner will so wirklich schwitzen. Und zu diesem Handheel-Check möchte ich euch gerne einladen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock und es geht ab zum Handheel-Check. Viel Spaß beim Video. So, als erstes kommen wir zu dem FunMe 2021. Wir haben hier eine Ladekontrollleuchte, das heißt, wenn ich den jetzt rausziehe, wir haben den natürlich schon ein paar Mal geladen. Ja, hier ist ein USB, Mini-USB drin zum Laden und hat auf der anderen Seite dementsprechend einen normalen Typ USB. So, ich habe hier meine Buchse drin, also mit 2 Ampere laden ist nicht so gesund. Wird die schon warm. Ich kriege eine Ladeanzeige hin. Hier ist der Ein- und Ausschalter. Wir haben hier einen Ständer, wo er dann auch sicher drin steht. Der Durchmesser, und das machen wir auch gleich, des Lüfters. Damit ihr das sehen könnt, sind 6,5 cm, also Innendurchmesser ein bisschen 5. Na? Und wie sieht es aus mit Anleitung? Anleitung ist natürlich auch da, Mini-Pocket. Produktübersicht haben wir natürlich auch im Deutsch. Wir haben hier 2,5 Watt maximal, 5 Volt Eingang mit 1 Ampere laden. Ich habe ihn mit 2 Ampere, ist schon ein bisschen heftig, sollte man nicht auch machen. Da haben 3 Stufen und Lithium-Ionen-Akku mit 2000 mA. Steht da 2000 mA, 3500 mA, also von 2000 bis 3500. 3 Geschwindigkeitsstufen. Da hält er einmal 9,5 in der Stufe 1 bis 17 oder bis 17 Stunden. Kommt immer darauf an, wie lange man ihn dauerlaufen lässt. Wir haben ihn mal über Nacht laufen lassen. Da hat er so nach 8 Stunden, 9 Stunden auf Stufe 1 hin das Zeitliche gesegnet. Also vielleicht lief er auch länger. Ich weiß es nicht, ich bin ja eingeschlafen. Aber hält schon recht lange. Die 5 Stunden auf Stufe 2 kann ich auch bestätigen, also eher so 4,5. Und Stufe 3, in 2 Stunden ist das Ding leer. Da brauchen wir uns gar nicht zu diskutieren. Maße stehen da nochmal drin und Gesamtgewicht 110 Gramm. Ist also nicht sehr, sehr schwer. In Rosa gibt es den und natürlich auch in Schwarz gibt es den auch. Hat aber trotzdem noch mal dieses rosa Teilchen da drin. So, wenn wir jetzt ziehen, geht da die Ladekontrollleuchte aus. Ich lasse ihn mal laufen. Das ist Stufe 1.
Nur um euch das mal zu demonstrieren. Stufe 1. Ich muss auch Knöpfchen finden. Ach, da hinten. Und wir haben auch eine Anzeige, dass er dann an ist. Stufe 2. Ich meine, der macht schon wirklich Wind. Was ist so der Test? Und es ist dann auch schon recht aus einer Entfernung von ungefähr 40 cm, 50, 60 cm. Und wenn ihr die dritte Stufe habt, ausschalten. Also ihr müsst jedes Mal durchschalten. 1, 2, 3, aus. Das ist das eine Gerät. Den wollte ich meiner Frau vormachen. Danke nochmal an den Hersteller. Und den lade ich jetzt weiter mit 1 Ampere. Also wie gesagt, kommt nicht auf die Idee, den mit 2 Ampere dann wieder verballert. Den einsteckt, ist er wieder rot. Geladen ist er in 3,5 Stunden. Das entspricht den Herstellerangaben. Das haben wir geprüft. Und dementsprechend ist er auch. Ich finde ihn für ein Mädel so in der Handtasche oder unterwegs schon recht schön. Also schönes Produkt. Derzeitiger Preis 16 Euro finde ich auch in Ordnung für. Ja, also der hat ein Lithium-Ionen-Akku drin. Da gibt es nichts dran zu meckern. Aber jetzt kommen wir zu meinem Favoriten. So. Den habe ich auch am Laden. Also hier vorteilhaft, wir können hier einstellen. Na, lädt jetzt auch gerade. Ladezeiten bei einem Lithium-Akku 2 Stunden. Ionen ist hier nicht drin, ist das auch nicht so vom Hersteller angegeben. Ich konnte jetzt nichts drüber finden. Die Ladezeiten liegen bei 2 Stunden, 2,5. Wenn wir einschalten, wird uns das quittiert mit der Kontrollleuchte. Die wird dann auch immer heller, wie man hier sieht. Na, aus. Ziehen wir die Ladekontrolle auf. Die soll nachher blau leuchten, wenn er voll ist. Das macht sie auch. Ich mache es ein bisschen spannend. Hardware ist immer zu, oder solche Produkte sind immer schlecht zu beschreiben, sage ich. Aber Hersteller war hier sehr vorteilhaft und hat uns das natürlich in mehreren Sprachen geliefert. Wir haben hier einen einstellbaren Winkel von 30 Grad. 30 bis 15 nach, also nach oben 15 und nach unten 15 Grad. Was wir machen können. Ne? Vorsichtsmaßnahmen, da nicht reinzugreifen. Tragbarer Lüfter, Basic USB-Kabel, Handbuch und diese komische Schlaufe hier. Damit kann man dann, das zeige ich euch mal kurz. Ich finde es jetzt gut, wenn man sich den jetzt hier umhängen will, dann kann man das hier durchfriemeln. Aber wir machen das einfach mal. Ich finde das immer unnütze, weil ich werde den bestimmt nicht mitschleppen. Dann muss man sich das hier so durchfriemeln. Und das finde ich immer zum Mäusemelken. Das muss man in Ruhe machen, kann man auch jetzt nicht von der Seite machen. Hier sind nochmal ein paar Daten. 3,7 Volt, 5 Volt, 2000 mAh Volt. Das ist nochmal hinten gekennzeichnet. Er hat eine CE-Kennzeichnung. Hat der andere natürlich auch, wenn ich das noch so richtig sehe. Ja, zumindest in der Produktbeschreibung war eine CE-Kennzeichnung hier drauf. Oder auf dem Karton. Hier haben wir nochmal die in der Beschreibung die Laufzeiten, Geschwindigkeiten, Spannung 4, bei erst Stufe 1, 4,4 Volt, die Milliampere und dann 2600 Umdrehungen, sagt er eben hier. 6,2 Volt, 180 Milliampere, 3450. Stufe 3, 245, 2400 Umdrehungen und dann dreht er richtig auf. 10 Volt und dann hält er auch nicht mehr so lange. 4600. Das ist schon echt heftig. Ne? Also im Sommer 4 Geschwindigkeiten zu erreichen mit 7 Flügeln, ABS. 155 Gramm hat das Teil. Also ist natürlich auch als Handhalter und praktisch auf dem Schreibtisch
So, hier steht aber auch nichts, ich konnte auch nichts rausfahren, wie lange das, also in zwei vollständige Auflagung 2 Stunden, das kann ich nur bestätigen, ne? So lange müssen wir dann, aber wie gesagt, auch nur mit 1 Ampere laden, sonst habt ihr das Ding geschrottet, das können die Dinger leider nun mal nicht vertragen. Ne? Ich habe hier ein 2 Ampere Ladegerät, ist schon heftig. 7 Flügel ABS hatte ich bereits erwähnt und mit einer Arbeitszeit zwischen 3 und 10 Stunden. Also auf Stufe 1 hält er mal gerade so 9 durch. Jetzt sehen wir hier auch nochmal eine Restanzeige, dass er da nochmal geladen wird. Okay, aber das wäre ja schön. Wir haben auch hier Kunststoff. Und hier ist natürlich auch nochmal, wie beim anderen auch, dass das Ding hier nicht verrutschen kann. Ne? Den Ständer finde ich etwas besser, weil er ist größer. So, jetzt kommt natürlich der ultimative Testitrus. So, wieder unser Blatt Papier. Und das ist ein schweres Blatt Papier. Ich hoffe, ich kriege das hin. Leichtes Windchen. Stufe 2. Stufe 3. Ich habe schon meine Schwierigkeiten, das Papier zu halten. Wenn ich den jetzt wegziehe, aus einer weiteren Entfernung. Stufe 1. Ich muss natürlich auch den Neigungswinkel treffen. Stufe 2. Weil wenn ich jetzt loslasse, fliegt es weg. Vorteil ist diese Einstellung, die finde ich natürlich toll, dass man sich das da so hinstellen kann, wenn ich den jetzt hier stehen habe. Na? Lautstärkentechnik, gut, da hat er natürlich auch auf Stufe 1, geht es noch leise, 2. Wenn ich jetzt hier an der Tastatur, und hier soll er ja auch hin oder in die Wäsche, das weiß ich noch nicht. Also der macht schon recht guten Dampf. Gefällt mir recht gut. Und die Angaben des Herstellers und Laufzeiten kann ich nur bestätigen. Das haben wir schon ausgetestet. Na, wenn ich den jetzt ausstelle. So, wir haben immer noch rot. Also ist noch nicht vollständig geladen. Na, das warten wir jetzt mal ab. Also ich freue mich schon, der nächste Sommer kann kommen. Farbe, okay, ist nicht ganz meins, aber gibt es leider nur in grün. Und kostet derzeitig auch nur 10,99 Euro, also das ist nichts. Was ich euch natürlich nicht unterschlagen möchte, ist, wir haben ja eine Gesamtfläche von 9 cm, ist natürlich wesentlich größer und der Fan müsste innen drin so 7,5 haben. Gut, dann geht es jetzt auch gleich weiter, aber das war mir jetzt noch wichtig, euch das zu zeigen. Hat natürlich eine größere Lüfterblätter drin, da erreicht man natürlich auch viel mehr Wind mit, das ist ganz klar. Gut, ich werde das mal weiter auschecken und dann sehen wir uns gleich zu meiner Endbesprechung. So, da sind wir von unserem kleinen Testerich hier bei den Lüftern wieder zurück. Also ich muss ehrlich sagen, das sind beide gut. Der ist natürlich mehr fürs Handtäschchen, für die Dame vielleicht geeignet und ihre Daseinsberechtigung haben sie beide. Der macht richtig Dampf, ne? Also wenn man die und aus. 3 Stufen und Preis 15 Euro kann man sich nicht beschweren. Muss man ehrlich sagen. Also ich packe euch beide sowieso in die Videobeschreibung für den Fall der Fälle. Den gibt es glaube ich auch noch in Schwarz. Der geht heute gleich zu meiner Frau rüber. Die wird sich freuen und kann den dann auch mal mit ins Büro nehmen, weil halt es mal wärmer ist. Ladezeiten sind auch okay. Durchhaltevermögen der Dinger auch. Also man kann es an jeden USB-Anschluss anschließen oder Ladegerät. Na? Und hat ja auch hier hinten seine Anzeigen, wenn das Ding dann voll ist. Und da haben wir es dann nochmal. Das ist auch eine Ladeanzeige da. Also zu dem Preis kann man sich jetzt nicht beschweren. Bei dem finde ich besonders, das ist erstmal recht günstig. Na? Und was mir besonders gefällt, ist diese schwenkbare.
Ich habe jetzt keine langen Haare. So, Haare im Wind, das werde ich jetzt gesagt. Dass man den halt schwenken kann. Den werde ich hier oben behalten. Na, da hat man 4 Stufen. Ich zähle nochmal durch. 1, 2, 3, 4. Und 4 Freunde der Nacht. Ist schon der Hammer. Anzeige ist natürlich auch hier gegeben. Gut, die Farbe ist nicht so ganz meins, aber dafür ist er günstig und bringt richtig Dampf. Also ich packe euch bei den Video in Beschreibung. Wie gesagt, wem es interessiert. Der nächste Sommer kommt ganz gewiss, auch wenn es spätestens im Herbst ist. Nein, natürlich nicht. Sie haben beide den Ständer. Der sieht sehr massiv hier. Er kann nicht verrutschen, dadurch, dass hier nochmal eine Auflagefläche ist. Na? Und hier ist genau das Gleiche. Hier haben wir auch nochmal eine Auflagefläche. Gut, die Farben ist. Aber die erfüllen ihren Zweck. Also ich fand es jetzt wirklich gut. Und danke nochmal an den Hersteller, dass ich die Dinger testen darf und behalten darf. Na? Ich packe euch beide mal in die Videobeschreibung, wen es interessiert. Wäre schön, wenn ihr diesen Affärs-Links nutzt. Da schon mal für Danke. Und müsst auch nicht mehr bezahlen. Aber ihr supportet halt den Kanal damit. Das finde ich immer sehr schön. Können wir immer wieder gebrauchen. Wem es gefallen hat, bitte doch Abo dalassen und Daumen in nördliche Richtung. Da schon mal danke für. Und ja, auch danke fürs Zuschauen. Nächste Video ist natürlich am Start. Wie immer. Und ich freue mich schon mit euch aufs nächste Video. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich sage tschüss und bye bye. Und ich hoffe, wir sehen uns hier wieder auf dem Kanal. Bis demnächst. Und bis zum nächsten Check. Macht's gut. Bye bye.